Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das gar nicht so einfach ist. Es geht um die Dreieinigkeit und wir sehen uns an, was uns die Heilige Schrift, das Alte und das Neue Testament zu der Person, die wir als Gott bezeichnen, sagt. Wir werden auch merken, dass das nicht ganz so einfach ist, dass wir da an gewisse Grenzen stoßen. Wir als Menschen können nicht erwarten, dass wir alles perfekt erfassen können, was Gott betrifft, der so viel weiter über uns steht. Und so wird uns auch in der Bibel selbst bereits gesagt, dass es gewisse Grenzen gibt, die müssen wir einfach respektieren. In diesem ersten Vortrag wollen wir uns mit dem Alten Testament befassen. Und so wollen wir einen Text eingangs lesen aus dem Alten Testament. Und zwar aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 29, Vers 28. seine ist eine Art Warnhinweis und doch auch eine Studienaufforderung, die Gott uns hier gibt. Da heißt es, was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Während es also Dinge gibt, vor denen wir einfach einen gebührenden Respekt noch Abstand haben müssen, die verborgen sind und nicht so direkt für uns gedacht sind, die Gott uns nicht offenbart hat, gibt es andere Dinge, die sind für uns offenbart, das heißt, mit denen sollen wir uns auch auseinandersetzen. Was wir allerdings nicht machen sollten, ist, dass wir darüber streiten. Und das werden wir auch nicht tun. Wir werden uns in dieser Vortragsreihe einfach mit dem befassen, was die Bibel zu der Dreieinigkeit sagt. Das werden viele Texte sein, die wir gemeinsam durchgehen und werden dadurch dann etwas besser verstehen können, was bedeutet die Dreieinigkeit. Wer ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist? Ich kann aber nicht versprechen, dass jede Frage beantwortet wird. Es gibt einfach Dinge, die sind noch nicht für uns gedacht, die können wir jetzt noch nicht verstehen. Aber eines Tages dann, wenn wir Gott ganz persönlich sehen dürfen, wenn Jesus Christus wiedergekommen ist. Bis dahin müssen wir beachten, 1. Korinther 4, Vers 6, damit ihr an uns lernt, heißt es dort, was das heißt. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Und diese Grenze wollen wir uns selbst auferlegen, wir wollen nicht darüber hinaus spekulieren, wir sehen uns einfach an, was wir in der Heiligen Schrift haben und da haben wir schon sehr, sehr viel. Wir beginnen mit einer Lehre die für die gesamte Christenheit selbstverständlich ist, nämlich dass wir Monotheisten sind. Das heißt, wir glauben an nur einen Gott, nicht an mehrere Götter. Deshalb nennen wir diese Lehre auch Dreieinigkeit. Wir glauben nicht an drei verschiedene Götter, die wir anbeten, sondern wir glauben an eine Gottheit, die aber besteht aus drei Personen. Und so wollen wir zunächst einige Texte ansehen, die so typisch diesen Monotheismus hervorheben und klarmachen dass es dabei eben nicht um mehrere Götter geht. Wir beginnen bei 5. Mose 4 und dort die Verse 35 und 39. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten. Keiner sonst. Also ganz eindeutig, es gibt nur diesen einen Gott. Und so wird zwei Kapitel weiter in 5. Mose 6 Vers 4 in diesem berühmten Shema Israel gesagt: Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oder andere übersetzen: Der Herr ist einer. Im Hebräischen haben wir hier echad, was eine Einzigartigkeit, eine Exklusivität und auch eine Einheit ausdrückt. Wir werden darauf noch mal an anderer Stelle zurückkommen. Schauen wir uns aber zunächst noch 5. Mose 32 Vers 39 an. Auch dort ein klarer, deutlicher Satz. Seht nun, dass ich, ich es bin und kein Gott neben mir ist. Also darüber braucht man gar nicht streiten. Das ist eine selbstverständliche Aussage des Alten Testaments. Und das nicht nur in den Büchern von Mose. Wir haben das auch in den prophetischen Schriften. Jesaja 43 beispielsweise, Verse 10 und 11 lassen uns wissen, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Von vor mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Und ein Kapitel weiter, Verse 6 bis 8, sagt er, So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Also ganz klare Aussage auch hier. Gott alleine, daneben gibt es keinen. Er ist der Erste und der Letzte. Aber gerade dieser Text wird uns noch etwas mehr beschäftigen, wenn wir uns auch mit der Göttlichkeit Jesu Christi beschäftigen werden. Zunächst aber halten wir mal fest, ein Gott, keiner daneben. Und wieder ein Kapitel weiter. In Jesaja 45, Verse 5 und 6 hören wir, Ich bin der Herr. Kein Gott ist außer mir. Damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner. Wir können also festhalten: klares Zeugnis des Alten Testaments, es gibt nur einen Gott, nicht viele Götter. So soll die Dreieinigkeit also auch nicht verstanden werden. Die Dreieinigkeit aber haben wir bereits im Alten Testament. Wir haben sehr deutliche Aussagen dazu. Nicht erst im Neuen Testament, da wird es noch ein Stückchen klarer. Wir werden uns Stück für Stück vortasten und beginnen nun zunächst mit der These, das Alte Testament berichtet von mehr als einer göttlichen Person. Und da beginnen wir nun ganz vorn und gehen dann Stück für Stück durch das Alte Testament hindurch. Wir fangen bei der ersten Seite an und finden in 1. Mose 1, die Verse 26 und 27 schon die ersten Hinweise. Da lesen wir zur Erschaffung des Menschen, Gott sprach Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und wir sehen hier dieses Wechselspiel zwischen Plural und Singular. Gott spricht von sich im Plural, lasset uns Menschen machen, in unserem Bilde uns ähnlich. Und wenn er den Menschen erschafft, heißt es dort, er schuf ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Auch dort dieses Wechselspiel. Also Mann und Frau, wir Menschen als Abbild Gottes, sind ein Plural, der doch als Singular der Mensch bezeichnet wird. Und wenn wir bei diesem Thema bleiben, sehen wir nur ein Kapitel später, in 1 Mose 2, Vers 24, wo nun diese Erschaffung äh, durchgeführt wird, wo die Frau entstanden ist aus der Schöpferhand Gottes und dem Manne zugeführt wird, dass hier gesagt wird, und sie, es geht um Mann und Frau werden zu einem Fleisch werden. Und wir alle wissen, während Mann und Frau immer ein, eigenständige einzelne Personen sind, können sie doch auch sehr intim zusammenwachsen zu einem Fleisch, wie die Bibel es beschreibt. Und trotzdem bleiben sie unterschiedliche Personen, unterschiedliche Wesen. Und genau an dieser Stelle haben wir wieder diesen hebräischen Begriff Echad der auf eins, auf eine Einheit, auf eine Einzigartigkeit hindeutet, aber eben nicht notwendigerweise numerisch zu verstehen, im Sinne von eins und nicht zwei, sondern eine Einheit. Sie gehören ganz eng zusammen, als wären sie eins. Und damit wird ganz wunderbar auch die eheliche Innigkeit ausgedrückt, eben genauso innig wie Gott in seiner Dreieinigkeit ist. Und so wird auch etwas klarer, wie 5. Mose 6, Vers 4 zu verstehen ist, dieses höhere Israel. Wenn es dort heißt, Gott alleine oder Gott ist einer, dann geht es nicht um eine Abgrenzung zu der Zahl 2 oder 3, sonst bedeutet Gott ist exklusiv, eine Einheit, eine Einzigartigkeit, ganz innig verbunden. Ähnliches hören wir dann auch wieder ein Kapitel weiter in 1. Mose 3. In 1. Mose 3, Verse 22 bis 24 befinden wir uns jetzt schon nach dem Sündenfall. Adam und Eva müssen aus dem Paradies vertrieben werden. Und da spricht Gott Folgendes. Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus und er trieb den Menschen aus. Wir haben am Anfang Singular. Gott der Herr spricht. Dann haben wir aber die wörtliche Rede: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Also wenn der Herr Yahweh heißt es dort im Hebräischen Grundtext, dieser Gottesname, das Tetragramm, wenn Yahweh spricht, spricht er in Plural. Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Da es hier darum geht, dass er wie Gott geworden ist, zu erkennen, was Gut und Böse ist, kann hier nicht die Rede sein von Engelwesen oder von irgendwelchen anderen Wesen. Er spricht hier von sich als Gott und sagt: Der Mensch ist geworden wie unser einer. Und dann hören wir wieder Singular. Gott der Herr schickt ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Menschen. Und er trieb den Menschen aus. Also hier haben wir einen deutlichen Hinweis darauf, wie Gott sich selbst sieht, dass wir hier mehrere Personen innerhalb dieses einen Gottes haben, der als Jahwe oder Elohim bezeichnet wird. Und hier haben wir beide Begriffe. Gott der Herr, Yahweh Elohim, er spricht hier. Gehen wir etwas weiter. Ein paar Kapitel weiter, weiterhin im ersten Buch Mose, in Kapitel 11, hören wir noch einmal von einer ganz ähnlichen Rede. Dort in Versen 7 und 8 heißt es, wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Der Zusammenhang ist der Turmbau zu Babel und dass Gott dieses Vorhaben hier zerstören muss. Und er spricht hier wieder von sich, im Plural. Lasst uns herabfahren. Dann hören wir aber in dem letzten Satz in Vers 8. Der Herr zerstreute sie. Wie der Jahwe. Und in den meisten deutschen Bibeln haben wir hier Großdruck. In Kapitelchen, der Herr stehen. So können auch die, die nicht in den hebräischen Text hineinschauen können, können trotzdem verstehen, hier geht es um diesen Gottesnamen, den besonderen Namen des Tetragramm JHWH, was als Jahwe oder sonst auch manchmal als Jehova bezeichnet wird. Es ist also dieser eine Gott, der von sich wiederum sagt, lasst uns dies tun. Und weit später im Alten Testament, zur Zeit des Propheten Jesaja, haben wir das noch einmal. In Jesaja 6, Vers 8 lesen wir Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Also auch hier wieder in dieser wörtlichen Rede dieses Doppelt, dieses Spiel zwischen Plural und Singular. Und damit, so glaube ich, möchte Gott uns schon auf etwas hinweisen. Es ist nur ein Gott, Monotheismus. Aber da ist Platz für mehr als nur eine göttliche Person. Aber wir haben hier eine Einheit innerhalb dieser Gottheit, was eben durch diesen Begriff, über den wir schon sprachen, ausgedrückt wird. Ichat, es ist ein Gott, Gott alleine. Interessant auch, dass der Begriff für Gott im hebräischen Alten Testament, Elohim, eigentlich eine Pluralform ist, die immer singular übersetzt wird. Obwohl man sonst auch von El oder Eloha sprechen könnte, was definitiv Singular wäre. Vielleicht könnte auch das ein Hinweis darauf sein, dass hier eigentlich mehr als eine Person gemeint ist. Aber als Gott Singular übersetzt, um einfach klar abzugrenzen, hier geht es nicht um einen Vielgötterglauben, um Polytheismus, sondern es geht hier um Monotheismus, es ist ein Gott. Aber eben innerhalb dieser Einigkeit, dieser Einheit, mehrere einzelne Personen wiederum, die wir uns jetzt näher ansehen wollen. Also das nächste Thema, mit dem wir uns jetzt ein Stück weit beschäftigen werden, ist, wir erkennen schon in alttestamentlichen Texten, dass es mindestens zwei göttliche Personen gibt. Wir beginnen wieder bei Mose. In 1. Mose 19, Vers 24 lesen wir, Da ließ der Herr, wiederum Jachweh im hebräischen Grundtext, auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen, von dem Herrn, wieder Yahweh, aus dem Himmel. Hier haben wir in einem Vers zweimal diesen Gottesnamen Yahweh, die beide hier miteinander arbeiten, um Erlösung bzw. Gericht an Sodom und Gomorra zu vollziehen. Das ist nicht in allen deutschen Übersetzungen so gegeben, leider. Weil es für viele missverständlich sein könnte, wurde hier das zweite Herr einfach rausgestrichen, obwohl der hebräische Grundtext ganz klar ist. Hier steht zweimal Herr. Und so gibt es zumindest eine Fußnote in vielen Übersetzungen oder die genaueste Übersetzung, die Elberfelder, hat das auch ganz deutlich dastehen. Der Herr ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, von dem Herrn aus dem Himmel herab. Einer unten, einer oben. Zwei Jahweh, zwei Götter arbeiten hier miteinander. Beide sind natürlich nur ein Gott, aber zwei Personen innerhalb dessen. Ganz ähnlich lesen wir in Hosea 1, Vers 4 und Vers 7 folgendes. Der Herr spricht zu ihm, es geht um Hosea, folgendes, über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Es ist also der Herr, der spricht, wie uns Vers 4 sagt, Verse 5 und 6 sind weitere Botschaften und Vers 7 ist immer noch der Herr, Jahweh, der spricht und er sagt, über das Haus Juda erbarme ich, also Jahweh, mich und rette sie durch Jahweh. Ihren Gott. Also spricht er von einem weiteren Jahwe, Gott, der kommen und der retten wird. Sicherlich schon ein Hinweis auf den Retter, der kommen wird, den wir als Jesus Christus kennen, den Messias, der der Retter ist, der von seinem Vater ausgesandt wird. Jetzt haben wir hier schon so einen Hinweis darauf, dass hier ein Jahwe über den anderen als Retter spricht. Es wird nicht der einzige Hinweis bleiben. Schauen wir uns Zachariah 3, Vers 2 noch an. Zechariah 3, Vers 2 hören wir, da sprach der Herr, ist es wieder Jahweh im Grundtext, zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Also ganz ähnlich wie eben bei Hosea hören wir hier, dass der Herr über einen anderen Herr spricht und ihm eine Aufgabe zuweist, nämlich Satan in seine Schranken zu weisen. Hier haben wir leider auch bei manchen Übersetzungen, zum Beispiel der Lutherbibel, nicht der Herr spricht stehen sondern der Engel des Herrn. Der Text im Hebräischen sagt aber wiederum, Yahweh. Es ist nicht der Engel des Herrn, es ist der Herr, der zu Satan spricht und sagt, der Herr, schelte dich. Sachaja 10, Vers 12 haben wir wiederum diese, diese Art und Weise, wie Gott hier von sich oder von dem anderen Yahweh, der anderen göttlichen Person, spricht. Sachaja 10, Vers 12 lesen wir, Ich will sie stärken in dem Herrn dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht der Herr. Er sagt hier nicht in meinem Namen, sondern er sagt in seinem Namen, ich will sie stärken in, nicht in mir, sondern in Jahwe, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht wiederum Yahweh. Und hier haben wir sicherlich Gott, den Vater, der auf das hinweist, was sein Sohn Jesus Christus, der genauso Gott ist wie er, tun wird. Und beide haben diesen Gottesnamen Yahweh. Wiederum beide hier gemeinsam. Schauen wir uns noch etwas an, wo wir im Alten Testament bereits sehen, dass hier sich jemand offenbart den Menschen gegenüber und sich um sie kümmert, der anscheinend der Anbetung würdig ist, der sogar als Gott bezeichnet wird, obwohl wir im Text eigentlich hören, es ist der Engel des Herrn. Darin können wir sicherlich schon erkennen, dass Jesus Christus sich schon zur Zeit des Alten Testaments den Menschen offenbart hat, sich schon dort um sie kümmerte und sie rettete während er im Neuen Testament dann schließlich als Mensch auftritt. In 1. Mose 16, Verse 7 und 13, da haben wir so einen Text. Hören wir? Der Engel des Herrn fand sie, es geht um Hager, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist der Nachsatz in Vers 13 zu der Begebenheit, die uns in Vers 7 geschildert wird. Der Engel des Herrn begegnet ihr und sie nennt diesen Engel Herr und sagt: Du bist ein Gott, der mich sieht. In 1. Mose 22 sehen wir das Gleiche. Dort Verse 11 und 16 beschreiben uns Folgendes: Da rief ihm der Engel des Herrn: Es geht um Abraham, der hier gerufen wird, kurz vor der Opferung seines Sohnes Isaak, der dann noch hier eingreift und verhindert, dass Isaak geopfert wird, da heißt es, rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen Einzigen mir nicht vorenthalten hast, und dann kommt die Verheißung. Hier ist also der Engel des Herrn, der vom Himmel her spricht. Aber er sagt von sich selbst, ich schwöre, bei mir spricht der Herr wieder Jahwe. Also der Engel des Herrn ist gleich Jahweh, können wir hier festhalten. Das heißt, er begegnet hier auch schon den Menschen, während der andere, Yahweh, nach wie vor im Himmel tätig ist. 1. Mose 31 geht es weiter. Vers 11 und Vers 13 können wir lesen: Der Engel Gottes sprach im Traum zu mir Jakob, und ich sagte: Hier bin ich. Und dieser Engel Gottes stellt sich dann vor, in Vers 13, als Ich bin der Gott von Betel. 2. Mose 3 haben wir das auch wieder. Dort wird Mose berufen. In 2. Mose 3, Verse 2 bis 4, da erschien ihm, es geht um Mose, der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Da rief ihm Gott, heißt es dann, Vers 4 mitten aus dem dornbusch zu und sprach mose der engel des herrn ist gleich gott ist gleich Jahweh, der herr und zweiten mose 23 verse 20 und 21 siehe ich sende einen engel vor dir her hüte dich vor ihm höre auf seine stimme widersetze dich ihm nicht denn er wird euer vergehen nicht vergeben denn mein name ist in ihm die Frage, um wen es da geht, ist leicht zu beantworten. Das wird der Engel des Herrn sein. Das wird der sein, der auch Gott ist, der auch Yahweh ist, der auch angebetet werden darf, der hier von Gott Jahweh, Elohim, geschickt wird vor Israel her durch diese ganze 40-jährige Wüstenwanderung. Also der eine Gott Jahweh spricht hier zu Mose und weist wiederum auf diesen anderen hin, den er als Engel, als Boten bezeichnet, der hier vor Israel hergehen wird und das Volk führt und er anscheinend auch darüber entscheiden kann, welche Schuld vergeben wird und welche nicht. Wer könnte das sein, wenn nicht unser Erlöser, Messias Jesus Christus, der hier als solcher nun vor Israel herziehen wird? In Richter 2, Vers 1 hören wir auch von dem Engel des Herrn. Da heißt es, der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Buchim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt, euch das Land gegeben. Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Oder auch in Richter 13, Vers 3, Vers 13 und Vers 22 hören wir, der Engel des Herrn erschien der Frau, der Frau von Manuach, also der Mutter von Samson. Da sprach der Engel des Herrn zu Manuach und schließlich hören wir dann Vers 22, Manuach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott. Also der Engel des Herrn, der Bote Gottes, ist gleichzeitig auch Gott und derjenige, der Macht hat über Sündenvergebung, derjenige, der Israel durch die Wüste führt. Schauen wir uns noch an andere Stellen, an denen wir erkennen, dass Gott Vater und Sohn beide gegenwärtig sind. Miteinander sogar sprechen. Es gibt einen Psalm, Psalm 2 ist das, in dem wir so einen Dialog vorfinden. Dort die Verse 6, 7 und 12. Sind entscheidend. Da heißt es: Ich habe, habe doch ich, weh, meinen König geweiht, beziehungsweise eingesetzt, auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Dienet dem Herrn mit Furcht, küsst den Sohn. Glücklich alle, die sich bei ihm. Es geht immer noch um den Sohn Bergen. Hier haben wir den Sohn, der spricht, dass der Vater zu ihm sagte, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Hier wird ganz klar, dass bei diesem Bild von Vater und Sohn nicht um eine tatsächliche biologische Abkunft geht, sonst wäre es nicht möglich, dass der Sohn bereits existiert und sagt, ich habe hier mit dem Vater gesprochen und er sagte, heute habe ich dich gezeugt. Wie kann das gehen, wenn er längst existiert? Es geht hier also vielmehr um das, was wir am Anfang schon haben in Vers 2, um eine Einsetzung. Jetzt wird er als der Sohn Gottes intronisiert. Er wird jetzt auf diesen Posten eingesetzt, was nicht bedeutet, dass er den nicht schon von Ewigkeit her hätte. Es geht vielmehr um eine Vorhersage auf das, was geschehen wird nach Jesu Auferstehung, wenn er wieder eingesetzt wird in seiner alten Herrlichkeit auf dem Thron Gottes, zu Rechten Gottes. Und dieser psalm weist bereits darauf hin und so erkennen wir hier schon im alten testament hier geht es um zwei personen die hier miteinander reden als jahwe bezeichnet man soll sich vor diesem sohn auch beugen und sich bergen bei ihm man soll ihn küssen heißt es hier dem herrn mit furcht dienen jahwe ist immer noch die rede von dem sohn und doch erkennen wir hier schon er wird dann eines tages noch eine besondere rolle erst spielen das kommt noch Nehmen wir das mal zur Kenntnis. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir uns mit dem Neuen Testament befassen und dann Jesus Christus ansehen, der auch über diese Aussage spricht, beziehungsweise die Apostel, die sich darauf auch noch einmal beziehen werden. Gehen wir etwas weiter in den Psalm. Psalm 45, Vers 8 lesen wir, Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Hier haben wir in diesem kurzen Text zwei Götter. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Auch das ein Hinweis auf den Messias, der kommen wird, der hier als Gott bezeichnet wird und der gesalbt werden wird von seinem Gott. In Hebräer 1, und so greifen wir jetzt etwas schon vor, bedienen uns etwas der Aussage des Neuen Testaments. In Hebräer 1 hören wir von genau diesem Text und wie er angewandt wird. Hebräer 1, Verse 7 bis 9 lesen wir, von den Engeln spricht er, es geht um Gott, Vater, spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Von dem Sohn, hier geht es um Jesus Christus, aber dein Thron, O oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und hast Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und das ist ein direktes Zitat von Psalm 45, Verse 6 und 7. Wir haben wir also zweimal deutlich erwähnt und auf Jesus Christus ganz klar bezogen von dem Schreiber Sebrea briefes Dein Thron, o oh Gott, beziehungsweise o oh Gott, dein Gott hat dich gesalbt. Da gibt es. Keine Frage zur Auslegung, das bezieht sich auf Jesus Christus. Schauen wir uns noch einen anderen Psalm an. Psalm 110, Vers 1. Da lesen wir, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Hier spricht Gott, der Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus. Und dass das so ist, wird deutlich, in Matthäus 22. Jesus selbst legt diesen Text aus in einem Streitgespräch. Und er sagt hier Folgendes. Matthäus 22, Verse 41 bis 45. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, Wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Ein Zitat von Psalm 110, Vers 1. Und Jesus schließt dieses Gespräch mit folgender Frage, wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Also hier haben wir Jesus, der von sich spricht, der wird etwas mehr klar macht, wer er eigentlich ist und verwendet diesen Psalm David, um klarzumachen, dass David selbst ihn schon Herr nennt. Gehen wir noch etwas weiter. Schauen wir uns Jesaja wieder an. Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Da hören wir: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Eine klare Vorhersage auf den, der kommen wird, der geboren wird von einer Jungfrau, Jesus Christus. Und hier wird uns der Name Immanuel gegeben. Jesus hat diesen Namen später nicht bekommen. Er wurde Jesus, was der Retter bedeutet, genannt. Immanuel aber hat eine interessante Bedeutung. Und darum geht es bei dieser Prophezeiung. Er wird genannt werden, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Also auch in diesem Namen steckt schon die Vorhersage, dass hier Gott kommen wird in diesem Sohn, der von der Jungfrau geboren werden wird. Noch deutlicher wird das, Zwei Kapitel weiter in Isaiah 9, Vers 5. Wir lesen dort, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wieder eine Vorhersage auf Jesus Christus, und ganz deutlich wird gesagt, starker Gott wird er genannt werden. Vater der Ewigkeit wird er heißen. Also der, der über der Ewigkeit steht, über der Zeit steht, der nicht irgendwann mal entstanden ist, irgendwann begonnen hat, als Sohn des Allerhöchsten, Sohn des Allmächtigen. Nein, er ist der Vater der Ewigkeit. Von Anfang an da. Über aller Zeit. Und so hören wir in die gleiche Kerbe hineinschlagen, Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also auch hier ist er derjenige, der der ohne Anfang ist, der von Ewigkeit her ist. Aber auch das hier ist eine ganz klare Prophezeiung auf Jesus Christus hin. In Bethlehem da wird er geboren werden. Da wird der Herrscher herkommen, der von Urzeit, von Ewigkeit her ist. In Jesaja 40 Vers 3 hören wir schließlich, eine Stimme ruft in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ja weh, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, Elohim. Und genau dieser Text wird von Johannes dem Täufer verwendet, um zu erklären, dass er, Jesus Christus, und dessen Wirken vorbereitet. In Johannes 1, Vers 22 und 23 sagt er, wir lesen den Gesamtzusammenhang noch dazu, da sprachen sie zu ihm, zu Johannes dem Täufer, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Und er spricht: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also, er nennt sogar ganz konkret den Propheten, damit es keine Missverständnisse gibt, um welche Prophezeiung es sich handelt. Aber bei Jesaja lesen wir nur von Kapitel 40, Vers 3 von dieser Vorhersage, dass der Herr, das Yahweh, das Elohim kommen wird und dass ihm der Weg geebnet wird. Und Johannes sagt, genau das tue ich. Ich ebne diesen Weg für Jahwe, der hier nach mir kommt. Und wer das ist, das wird ganz klar in den Evangelien, das ist Jesus Christus, der kommt. Er ist Jahweh. Er ist Elohim. In Jesaja 40, Verse 9 bis 11 hören wir dann noch. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbot in Jerusalem. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott, siehe der Herr, Herr, also Jahwe kommt mit kraft und sein arm übt die herrschaft für ihn aus siehe sein lohn ist bei ihm und seine belohnung geht vor ihm her er wird seine herde weiden wie ein hirte im neuen testament aber schließlich hören wir das genau das auf jesus christus zutrifft in johannes 10 verse 11 bis 16 hören wir und ich habe hier nur einzelne aussagen jesu rausgegriffen wo er das deutlich macht da hören wir ich bin der gute hirte und er sagt noch einmal, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Da bezieht er das schon ganz konkret auf sich. Er wird dieser Hirte, der Herde des Volkes Gottes sein. Bei Isaiah 40 aber wird gesagt, das ist Gott. Das ist Jahweh, der da kommen wird. Interessant auch, wie Jesus über sich selbst spricht. Es gibt einen Titel, den er am liebsten auf sich selbst anwendet, wenn er in der dritten Person von sich spricht. Und das ist der Menschensohn. Das aber haben wir in Daniel 7, wo diesem Menschensohn die Herrschaft über die ganze Welt gegeben wird. Daniel 7, Vers 13 bis 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Der Alter an Tagen, von dem hören wir schon in Versen 9 und 10 bei Daniel. Es wird Gericht gehalten. Und jetzt kommt dieser Sohn eines Menschen vor ihn, dem alles übergeben wird. Das ist Jesus Christus, der hier schon angekündigt wird den wir hier schon haben und der die Herrschaft Gottes bekommen wird. In Matthäus 25, Vers 31 hören wir von dieser Herrschaft Gottes und von dem, der da kommt. Da sagt Jesus von sich selbst, wenn er bei dem Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Er hat den Thron Gottes inne und das wird im Alten Testament bereits so vorhergesagt. Auch in Daniel 3, Vers 25, so ein kleiner Hinweis noch auf diesen Gottessohn. Da hören wir, er, der König Nebukadnezar, antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des Vierten gleich dem eines Göttersohnes. Also auch da schon der Hinweis, Jesus Christus nicht erst im Neuen Testament, er wirkt schon im Alten Testament, sei das heißt, es als Engel des Herrn, Sei es als der Sohn des Menschen, der die Herrschaft übertragen bekommt, oder auch hier, der den drei Freunden Daniels zur Seite steht mitten im Feuerofen und sie dort herausrettet. In Sprüche 30, Vers 4 haben wir noch einen deutlicheren Hinweis. Da lesen wir, wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? und wie heißt sein Sohn weißt du das also wird hier schon in den sprüchen klar gemacht es gibt diesen allmächtigen der der alles geschaffen hat aber da gibt es auch seinen sohn wie heißt er weißt du das also hier ist schon klar gewesen dass mehr als eine göttliche person um psalm 40 vers 8 sagt da sprach ich siehe ich komme im buch ist von mir geschrieben also hören wir auch dort, es wird schon klar von ihm als dem Sohn gesprochen, aber dann wird er eines Tages als dieser Sohn Gottes auf diese Erde in Menschengestalt auch kommen. Jetzt haben wir von zwei göttlichen Personen gehört. Wir haben aber auch alttestamentliche Texte, die von allen dreien sprechen. Texte, in denen also auch der Heilige Geist vorkommt und neben Gott Vater und den Sohn gestellt wird. Auch da können wir wieder ganz vorne beginnen, in 1. Mose 1. Gleich die ersten drei Verse sprechen von allen drei göttlichen Personen. Da lesen wir. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann heißt es, und Gott sagte, und durch sein Wort wird dann alles geschaffen. Und das ist interessant, welche Aufteilung wir hier haben. Es wäre möglich, das so zu verstehen, dass im Anfang Gott der Himmel und Erde schuf, als Gott Vater zu verstehen ist. Der Geist schwebt über den Wassern, ist damit auch gegenwärtig und sicherlich auch irgendwie hiermit involviert. Und dann hören wir, Gott sagt und durch das Wort geschieht es. Von diesem Wort hören wir dann aber in Johannes 1, Verse 1 bis 3, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also zwei Götter wieder nebeneinander, das Wort und Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als einzig geborener vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser Abschlusssatz in Vers 14 macht deutlich, dass es hier um Jesus Christus geht. Nicht um irgendeine abstrakte Idee, sondern um den, der Fleisch geworden ist, den man anfassen konnte, den man sehen konnte. Er ist derjenige, der die Welt geschaffen hat, der am Anfang bei Gott war und selbst auch Gott war und natürlich nach wie vor ist. So haben wir hier eine Erklärung der ersten Verse aus 1. Mose 1. Gott Vater schafft. Und wie schafft er? Durch das Wort, nämlich Jesus Christus. Und so können wir vereinbaren, dass im Neuen Testament dann noch öfter die Rede davon sein wird, dass Jesus Christus der Schöpfer dieser Welt ist. Er war dieses Wort. Er ist so mächtig, durch sein Wort die Welt ins Dasein zu rufen. Und damit haben wir tatsächlich in 1. Mose 1, Verse 1 bis 3, alle drei Personen der Gottheit beisammen. Wir haben den Vater, den Heiligen Geist und den Sohn, der durch das Wort sich offenbart und wirkt. Das ist aber nicht alles. Wir haben noch weitere Texte. Jesaja 9, Verse 5 und 6. Wir hatten schon den ersten Teil, wir schauen uns jetzt noch den weiteren Teil an und kommen dann auch zu Kapitel 11, Verse 1 und 2, die wir hier zusammennehmen müssen. Alles vorhersagen über Jesus Christus und eine Erklärung über die anderen beiden göttlichen Personen, die diesen Messias senden. Wir hören dort, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dann hören wir aber dazu, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Damit ist sicherlich Gott der Vater gemeint. Und wir hören dann weiter, und ein Spross wird hervorgehen, Kapitel 11. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Hier haben wir wiederum alle drei zusammen. Wir haben den Sohn, der als Gott, starker Gott, Vater der Ewigkeit bezeichnet wird. Wir haben den Eifer des Herrn Jahwe, des Herrn der Herrscharen, der das tun wird. Das ist sein Vater, der das bewirkt. Und schließlich der Heilige Geist, der auf diesem Sohn, der da kommen wird, ruhen wird. Wiederum alle drei zusammen. Isaiah 42, Vers 1 wäre eine weitere Vorhersage. Da hören wir: Siehe, mein Knecht, den ich halte. Mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Die Heidenmission wird hier schon vorhergesagt. Der Knecht, von dem Gott hier spricht, ist selbstverständlich sein Sohn, über den er spricht, der das bewirken wird, dass das Recht, dass hier der Heilsplan zu den Nationen hinausgebracht wird. Und der Geist Gottes wieder, der auf ihm ruht. Alle drei gemeinsam im Heilsgeschehen beteiligt. Jesaja 48, Vers 16, hören wir dann weiter. Tretet her zu mir, hört dies. Ich habe von Anfang an nicht dem Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Und nun sendet mich Gott, der Herr, und sein Geist. Einer der deutlichsten Texte des Alten Testaments zur Dreieinigkeit. Wir haben hier Jesus Christus, der spricht, der sagt, ich habe von Anfang an nicht dem Verborgenen geredet. Der sagt: Ich bin von Anfang an da gewesen. Und er sagt: Nun ist es soweit gekommen. Nun sendet mich Gott, der Herr, und sein Geist. Also Jesus Christus, der von seinem Vater und dem Heiligen Geist spricht und wir alle drei gemeinsam arbeiten zugunsten des Heilsgeschehens, das dann kommen, das dann geschehen wird, wenn Jesus Christus auf dieser Welt als Mensch auftritt. Jesaja 63, Verse 9 und 10 lesen wir: In all ihrer Anfechtung war er angefochten. Und der Engel seines Angesichts, das ist wiederum der Engel des Herrn, erlöste sie. Wer erlöst die Menschen, wenn nicht Jesus Christus? Und es geht weiter in Vers 10, aber sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Auch hier wieder diese enge Verbindung, der Vater, der Sohn, der lösen wird, und der Heilige Geist, der betrübt wird, wenn dieses Werk nicht angenommen wird. Der Geist, von dem wir hören, als Geist Gottes, also der Geist Jesu Christi, der aber doch immer wieder eine eigenständige Rolle hat, eine eigenständige Person verkörpert. Wir sehen also hier in diesen Texten sehr deutlich, wie alle drei gemeinsam arbeiten. Eine Gottheit, aber drei Personen arbeiten zusammen zugunsten der Menschen. Jesaja 61, Verse 1 und 2. Ein messianischer Text, der von Jesus Christus selbst vorgelesen und interpretiert wird. Jesaja 61, Verse 1 und 2 lesen wir, Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen und auszurufen das Gnadenjahr des Herrn, den Tag der Rache für unseren Gott. Hier spricht Jesus prophetisch von sich selbst und spricht von dem Geist Gottes des Herrn und dem Herrn der ihn gesalbt hat. Wiederum als zwei Personen, der Geist und der Herr, der salbt. Und Jesus wendet das auf sich selbst an in Lukas 4, Verse 17 bis 22 und sagt dort, nachdem er Jesaja 61 diesen Text vorgelesen hat: Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, setzte sich und alle Augen der Synagoge sahen auf ihn. Er fing an, zu ihm zu reden und sagte: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Da lässt er keinen Zweifel daran dass dieser Text von Jesus Christus, von ihm selbst spricht. Und so kommen wir nun zum Abschluss dieses Vortrags etwas näher zum Heiligen Geist. Es gibt nicht viele Hinweise im Alten Testament auf die eigenständige Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Während der Heilige Geist an vielen Stellen vorkommt, ist er aber nicht so klar abgegrenzt, nicht so klar gezeichnet. Aber das, was wir haben, das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Wir müssen wieder ganz nach vorne gehen. Wir hatten gehört in 1. Mose 1, Vers 2, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist mehr als nur eine Kraft. Eine Kraft, die schwebt, die lokalisiert werden kann, von der man klar sagen kann, was sie wo tut, das entspreche nicht mehr der Definition einer abstrakten Kraft. Es ist der Geist Gottes, der hier über dem Wasser schwebt und der, wie wir vorher schon hörten, in dieses, dieses Geschehen um die Schöpfung mit einbezogen ist. In 4. Mose 27, Vers 18, hören wir dann auch der herr sprach zu mose nimm dir josua den sohn nun einen mann in dem der geist ist und lege deine hand auf ihn hier ist die rede von dem geist von etwas das natürlich gott sehr sehr nahe ist aber das doch noch mal gesondert davon von dem gott vater der vermutliche spricht zu betrachten ist ein mann auf dem der geist ist Isaiah 63, Vers 10 hören wir. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Also auch hier hören wir, wenn dieser Geist betrübt werden kann, wenn er also persönlich empfindet, dann muss er eine Person sein, der einen Charakter hat, der Empfindungen, der Emotionen hat, der betrübt werden kann. Hesekiel wird noch deutlicher. Hesekiel 3, Vers 14. Da hören wir. Der Geist hob mich empor. Und nahm mich hinweg. Es ist der Geist, der den Propheten hier nehmen und woanders hinbringen kann. Wie kann das geschehen, wenn es hier nur um etwas Abstraktes geht? Es ist etwas ganz Persönliches hier wieder. Er tut, er handelt und bewirkt damit dann etwas. Ezekiel 8, Vers 3 hören wir: Ich sah und siehe eine Gestalt mit dem Aussehen eines Mannes, von seinen Hüften an abwärts Feuer und von seinen Hüften an aufwärts wie das Aussehen eines Glanzes wie der Anblick von glänzendem Metall. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Visionen Gottes nach Jerusalem. Hier haben wir wiederum dieses Emporheben und wohin bringen. Wieder ist es der Geist, der es tut und wir hören sie sogar diesen Geist sogar beschrieben. Es hat etwas, er hat etwas wie eine Hand und wir haben hier auch das Aussehen abwärts und aufwärts beschrieben. Das ist eine Beschreibung des Heiligen Geistes, eine Gestalt des Heiligen Geistes, die beschrieben wird und wie dieser heilige Geist dann wirkt. Wir können zusammenfassend für diesen ersten Vortrag, der sich mit dem Alten Testament befasste, zusammenfassend folgendes festhalten. Erstens, wir haben einen klaren Monotheismus, eine Abgrenzung zum Heidentum, wo es viele Götter gab. Es wird ganz deutlich gemacht, es ist nur ein einziger Gott, eine Gottheit Allerdings kennt das Alte Testament schon mehr als eine göttliche Person innerhalb dieser Gottheit. Es ist deutlich die Rede von zwei Yahwis, deutlich die Rede von zwei göttlichen Personen, die handeln, die sogar übereinander sprechen. Und wir haben schon erste Hinweise auf drei göttliche Personen. Ein Beweis kann man es noch nicht nennen, aber wir haben hier schon Hinweise darauf, dass auch die dritte Person, der Heilige Geist, vollständig Gott ist. Genauso wie der Vater und der Sohn. Wir haben bereits Jesus Christus als den aktiv Handelnden, wir haben ihn als den Engel des Herrn, als den Engel, der vor Israel hergeht. Aber es ist noch sehr dezent, es ist noch etwas unklar. Und wir haben bereits eine eigenständige Persönlichkeit des Heiligen Geistes, wenn auch nur recht latent, aber es ist schon etwas erkennbar. Alle drei können wir auch festhalten: alle drei sind von Anfang an gemeinsam am Werk zugunsten der Erziehung und der Erlösung der Menschheit, bei der Schöpfung bereits und dann aber auch beim weiteren Heilswerk. Im Neuen Testament schließlich, wie bei so vielen anderen Lehren auch, wird auch diese Lehre noch viel klarer werden. Darum lade ich Sie ein, auch den nächsten Vortrag zum Neuen Testament anzusehen und damit noch besser zu verstehen, was es mit Jesus Christus, aber auch mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.